Willkommen bei Expertenberaten. Wir wollen uns heute den Online-Shop für Vereinsbedarf von der Firma Deitert etwas näher ansehen. Das ist die Website vereinsbedarf-deitert.de und so sieht die Startseite aus. Hier haben wir die Kategorien Schützenbekleidung, das gehören Schützenjacken, Hemden, Hosen, Hüte, Blusen, Westen, für Kinderbekleidung, für Schützen, Teambekleidung, Handschuhe, Krawatten, Schützenröcke und Schützenpullover. Dann gibt es noch Uniformzubehör. Dazu gehören Säbel und Degen, Schützenhüte, Federn, Schulterklappen und alles, was Sie sich vorstellen können, was noch zu einer Uniform gehört und Diademe für die Damen. Dann gibt es noch Orden und Abzeichen, die individualisiert werden können. Dazu gehören natürlich auch Medaillen und Königsschilder, Abzeichen für verschiedene andere Branchen, Schützenabzeichen, Königsabzeichen, alles was Sie wollen. Dann gibt es noch Fahnen und Zubehör. Da gibt es Wimpelketten, Fahnen, gut, Deutschlandfahnen nochmal extra, Schützenfahnen, Fahnenspitzen, Standartenausleger, Fahnenstangen, Fahnentragegurte und Fahnennägel. Zum Festbedarf gehört die Oktoberfestdeko, Partydeko, Schützenfestdeko, Tombola-Bedarf, Eintrittsbänder, Konfettikanonen, Wertmarken und Einweggeschirr. Unter Pokale und Medaillen finden Sie auch Fußballpokale, Pokalserien, aber natürlich auch einzelne Pokale und Medaillen. Dann gibt es noch Karnevalsbedarf. Da gibt es keine Kostüme, aber alles, was man als Karnevalsjacke oder Karnevalsprinz brauchen könnte, zum Beispiel Schiffchen, Federn, Pins und Orden. Dann gibt es noch Neuheiten, da können wir einmal draufklicken. Da kommen die neuen Produkte und die Topseller dieser. Da kommen Topseller und neue Produkte, die es bei Deitert derzeit gibt. Hier haben wir Geschenke. Schauen wir uns auch mal kurz an. Schützensocken zum Beispiel, das ist ja auch ein bisschen ungewöhnlicher. Dann Krawattenklammern mit Wunschmotiv und ein Schützen als Flaschenöffner. Unter Sonderanfertigung verbergen sich Expresspins, Pins und Anstecknadeln, Vereinskrawatten, Fahnenbänder, Stickabzeichen und Aufnäher und Karnevalsorden nach Wunsch. Jetzt schauen wir uns nochmal die einzelnen Kategorien des Sortiments an, genauer. Jetzt gehen wir mal auf die Schützenbekleidung. Hier gibt es alles, was man zum Anziehen braucht, um als Schütze perfekt ausgestattet zu sein. Wenn man auf die einzelnen Produkte klickt, hier zum Beispiel Teambekleidung, was natürlich nicht nur für Schützen gilt, kann man sich die Produkte auch noch einmal in Groß ansehen und sich das auch in Vollansicht anschauen. So, das wäre das jetzt. Hier gibt es dann noch die Wahlmöglichkeiten der Farben. Jetzt schließen wir das Ganze wieder und bestellen uns mal so ein Shirt in M. In Grün. Und legen es in unseren Warenkorb. Es sind also 4 Klicks quasi nötig, um in den Warenkorb zu kommen. Jetzt ist hier oben der Titel angezeigt und auch gleich die Versandkosten. Jetzt schauen wir uns Uniformzubehör nochmal an. Hier haben wir wieder die Aufschlüsselung, was es alles gibt. Degen, Säbel, Schützenhüte, Schützenfedern und. Schauen wir uns mal die Diademe zum Beispiel an. Und wählen mal eins aus für unseren Warenkorb. Es ist sofort lieferbar in 1-2 Werktagen. Legen es in den Warenkorb. Und da sind wir wieder im Warenkorb. Könnten jetzt dahin gehen, um den Kauf abzuschließen oder zum Weitereinkaufen. Unter Orden und Abzeichen haben wir die gleiche Aufteilung. Hier auf der linken Seite sehen Sie die ganzen Unterkategorien. Und hier sind die Produkte.
Sie sehen hier unten, es gibt jede Menge Seiten, also es gibt sehr viele Produkte in jeder Kategorie eigentlich. Hier bestellen wir jetzt mal nichts und gehen weiter zu den Fahnen. Da haben wir Wimpelkettenfahnen, Deutschlandfahnen, Standartenausleger, Fahnenstangen, alles Mögliche. Schauen wir uns mal eine Unterkategorie nochmal an. Hier haben wir die Topseller. Hier kann man die Sortierung noch ändern, zum Beispiel preisaufsteigend. Da haben Sie dann die günstigsten Produkte zuerst. Und das geht dann weiter nach oben. Dann beim Festbedarf haben wir Oktoberfestdeko, Partydeko, Schützenfestdeko, Tombola-Bedarf, Eintrittsbänder, also alles, was Sie für Ihre Party brauchen können. Und auch hier können Sie hier oben die Topseller ansehen und hier können Sie eine Sortierung machen. Wir können zum Beispiel auch sagen Bewertung und absteigen. Was bedeutet, dass jetzt die besten Bewertungen zuerst kommen? Das sind Kundenbewertungen. Und hier unten sehen Sie auch immer sofort lieferbar oder hier sind nur noch wenig Exemplare auf Lager. Bei einigen werden Sie auch die Anzeige haben, dass es derzeit nicht lieferbar ist oder bald wieder. Dann schauen wir uns nochmal die Pokale und Medaillen an. So sieht das aus. Auch hier haben Sie wieder jede Menge Seiten und Sie können jeden einzelnen individualisieren, indem Sie Gravuren beauftragen. Bei Karneval verbergen sich, wie gesagt, keine Kostüme, sondern Jacken, Mützen, Schiffchen, Karnevalskappen, Federn, solche Produkte. Neuheiten finden Sie natürlich auch in den Kategorien untergeordnet. Hier sind dann halt die neuen Produkte, wenn Sie immer auf dem Laufenden bleiben wollen. Bei Geschenken haben Sie lustige Dinge, die Sie Karnevalsfreunden oder Schützen schenken können. Und bei den Sonderanfertigungen können Sie ganz individuell für Ihren Verein sich etwas aussuchen und so gestalten lassen, wie Sie es gerne haben möchten. So sähe das dann aus. Dann haben Sie hier Kontakt und Social Media, damit Sie auch wirklich genau wissen, wer sich dahinter versteckt und Kontakt mit ihm aufnehmen können. Per E-Mail, per Telefon, mit Rückrufservice. Hier haben Sie auch die Vorteile nochmal. Man kann also einen kostenlosen Rückversand beauftragen, auf Rechnung kaufen, sichere Zahlung, über 10.000 Artikel auf Lager. Und Deitert ist auf Facebook und Google Plus vertreten. Hier gibt es einen kostenlosen Newsletter. Wenn Sie den abonnieren, bekommen Sie als Dankeschön einen 5-Euro-Gutschein. Den Newsletter kann man auch jederzeit wieder abbestellen. Es gibt Papierkataloge, die man auch bestellen kann, die auch kostenlos zu Ihnen kommen. Und ein Online-Magazin. Hier oben ist das auch nochmal. Nun wollen wir einmal den Bestellvorgang ausführen. Wir gehen dafür zur Kasse. Hier hat man jetzt die Wahl, sich als Gast ohne Registrierung zu bestellen, ein persönliches Kundenkonto zu eröffnen oder, falls Sie bereits Kunde sein sollten, sich einfach einzuloggen. Wir machen das jetzt mal ohne Registrierung. Da muss man jetzt eingeben, wo das Ganze hingehen soll. Die Möglichkeit eines One-Click-Kaufs ist nicht gegeben. Also Sie können nicht einfach sagen, okay, ich zahle es mit PayPal und dann wird automatisch alles ausgefüllt. Wir geben jetzt mal einen Kunden ein. Adresse versenden, ja, ist die gleiche Lieferadresse und wir gehen auch weiter. Ah, fehlt noch die E-Mail-Adresse. Hier haben wir jetzt die Möglichkeiten der Versandart. DHL Standard dauert 1 bis 3 Tage oder Express. Dabei wäre der
Die Versandkosten wären hier 29 Euro anstatt 3,95 Euro. Wenn man noch etwas mehr bestellt und ich glaube über 70 Euro kommt, kann man auch Versandkosten ganz sparen. Wir sagen jetzt, wir wollen das per DHL mit Nachnamen. Und hier haben wir jetzt noch eine Nachnahmegebühr von 2,99 Euro. Schauen wir, dass bei der Kreditkarte ist. Da muss man dann wählen, welche. Ich weiß jetzt nicht, ob da eine Gebühr dazu kommt. PayPal kostet nichts. Und im nächsten Schritt könnten Sie noch eventuelle Gutscheine eingeben und die Bestellung abschicken. Wenn Sie die Bestellung getätigt haben, bekommen Sie allerhand wenn Sie die Bestellung getätigt haben, bekommen Sie allerhand E-Mails von Deiter. Zum ersten bekommen Sie, ich habe jetzt hier eine andere Bestellung mal aufgegeben, eine Bestellbestätigung, auf der die Produkte nochmal aufgeführt sind und die Summe und nochmal die Kontaktdaten von Deiter. Nicht lange danach, ich glaube, das war am nächsten Werktag, kommt eine Versandbestätigung. Die sieht dann so aus. Und hier ist auch nochmal aufgeführt, was die Versandkosten ausmachen. Mehrwertsteuer ist ausgerechnet, also alles wunderbar. Mit der Bestellung, die ungefähr 2 bis 3 Werktage nach der Versandbestätigung ankommt, bekommen Sie dann die Rechnung zugeschickt. Die sieht dann so aus. Falls Sie das steuerlich geltend machen können für Ihren Verein, können Sie das natürlich benutzen. Und danach bekommen Sie aber immer noch Post. Und zwar bekommen Sie einmal den Wunsch, dass Sie doch Deiter bitte bewerten sollen, was Sie natürlich nicht unbedingt müssen. Sie bekommen noch einen Hinweis, den bekommen Sie allerdings schon bei der Bestellung, dass Deiter ein Trusted Shop ist. Trusted Shop bedeutet, dass Ihr Einkauf bis zu 100 Euro kostenlos abgesichert ist. Und am Ende, wenn Sie die Bestellung wieder zurückschicken wollen, in dem Paket liegt ein Rücksendeaufkleber mit dabei. Und spätestens nach 2-3 Tagen, wenn die Sendung bei Deiter angekommen ist, erhalten Sie den bezahlten Betrag zurückerstattet. Ich hoffe, dass ich Ihnen bei der Entscheidung für oder gegen den Online-Shop für Vereinsbedarf von der Firma Deiter behilflich sein konnte. Und freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen bei Experten beraten.